So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Mein Geschenkeratgeber für Weihnachten 2018 nähert sich dem Ende. Ich habe immer versucht, mir so aktuelle Spiele aus diesem und dem letzten Jahrgang anzugucken. Manchmal sind auch noch ein bisschen ältere Spiele reingerutscht, wenn die einfach ganz besonders waren. Und heute soll es eben um Strategiespiele gehen. Also auch fängt so im, sag ich mal, gehobenen Familienbereich an, geht dann bis fast, ja, gut in den Expertenbereich vor, so Step by Step. Also ne, die ersten Spiele sind noch relativ einfach und dann werden die immer ein bisschen komplizierter, anspruchsvoller, sind halt alles Spiele, bei denen man ein paar Regeln lesen muss. Ich habe ja im Familienspielvideo versucht, so diese richtigen Strategiespiele rauszunehmen, wo man eben sich erstmal hinsetzen muss, irgendwie vielleicht 10 Minuten Regeln lesen muss und das dann auch alles erklärt bekommen und verstanden haben muss. Hier geht es eben auch wirklich seicht los. Also das erste Spiel hat wirklich eine sehr überschaubare Regel, steigert sich dann immer mehr, wird immer anspruchsvoller. Ich habe auch versucht, relativ ja, vielfältige Spiele reinzunehmen, wobei das halt schon alles so klassische Strategiespiele sind, Punkte machen, Punkte optimieren, aber auch durchaus mal was Kooperatives dabei. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, das erste Spiel ist Solenia. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Hingucker, weil es hat einen Spielplan, der sich die ganze Zeit über verändert im Spielverlauf. Wir haben Karten mit Loch, die verschiedene Funktionen erfüllen. Und das Schöne ist eben, die Anleitung hat so eine ja, quadratische, aufklappbare Doppelseite, aber es ist wirklich im Prinzip nur so eine Seite Regeln lesen. Der Rest ist Aufbau, viele Beispiele, noch ein, zwei Varianten. Es gibt sogar eine Solo-Regel. Also die Grundkonzepte des Spiels sind wirklich sehr einfach. Einfach mit diesen Karten Ressourcen sammeln, ne, gucken, das Schiff fliegt halt immer vor vom Tag in den Nachtsektor und dann wieder von der Nacht in den Tag. Und es gibt immer nur bestimmte Ressourcen und natürlich wollen die Leute in der Nacht die Ressourcen vom Tag und andersrum. Da muss man also ein bisschen vorausplanen, was man sich an Ressourcen holt. Diese Karte mit Loch, da kriegt man halt immer einmal den Effekt, wenn man die Karte hinlegt und dann, wenn halt der Spielplan weiter wandert und die Karte gerade ganz hinten liegt, dann kriegt man da auch nochmal Belohnungen, Punkte, Ressourcen für. Das muss man halt alles gut managen, viele Aufträge erfüllen, auch gucken, welche Aufträge erfülle ich, weil damit schalte ich auch nochmal irgendwelche extra Features frei. Das ist also wirklich elegant, einfach schön, so wirklich auf, sage ich mal, gehobenem Familienlevel, wenn es halt ein bisschen Strategie sein darf, wenn ihr so Spiele mögt, wo man halt Ressourcen sammelt und Aufträge erfüllt, dann guckt euch Solenia mal an, das ist echt ein schickes Ding. Als nächstes Roll for Adventure, das ist ein Abenteuerspiel, wobei dieses Abenteuer darin besteht, dass wir halt gemeinsam versuchen, die Bedrohung zu bekämpfen, die da so in den verschiedenen Landschaftsteilen auftauchen. Sprich, wir werfen Würfel, müssen uns überlegen, bestimmte Würfelzahlen können wir in bestimmte Bereiche legen, müssen damit bestimmte Aufgaben erfüllen, müssen uns eben halt auch absprechen, wer wann wo welches Monster tötet, wie wir die Würfel verteilen, wie wir welche Würfel platzieren, damit wir möglichst überall Würfel liegen haben, damit wir Monster angreifen, wir keine Lebenspunkte verlieren und man muss eben wirklich zusammen spielen. Als ich das Spiel kennengelernt habe, dachte ich irgendwie noch so, okay, das jetzt irgendwie mit einer Uhr, einem Soundtrack und in Echtzeit, dann könnte das spannend werden. Aber wir haben es dann gespielt und hatten durchaus Spaß. Also es ist auch wieder so, was für Familien, ich habe das auch mit einer Freundin gespielt, die meinte auch, also mit ihrer 8-jährigen Nichte könnte sich das auch vorstellen. Und dann, man muss halt immer gucken, was ich mit diesen Würfelergebnissen mache. Und man kann das noch am Anfang ein bisschen managen, aber das lernen die Kinder dann auch sehr schnell. Also das ist auch durchaus stimmungsvoll. Die Spielplanteile haben eine A- und eine B-Seite, sprich man kann da auch ein bisschen durchvariieren. Und das ist auf jeden Fall, wenn ihr so das Thema Fantasy an sich mögt, auch ein cooles Ding. Als nächstes Dragon Castle. Das fällt auch noch so in den Familienbereich, weil gerade mit so abstrakten Spielen, da bekommt man eigentlich auch immer ganz schnell alle Generationen an den Tisch, weil nur die sind auch meistens relativ einfach zu erklären. Er sagt, hier muss man auch ein paar Regeln lernen, aber die sind nicht so super kompliziert. Und es ist im Prinzip so Mahjong-artig, sprich wir bauen erstmal das Spielfeld auf mit diesen ganzen Steinen nach verschiedenen Formen. Da sind in der Anleitung ganz viele verschiedene Muster vorgegeben. Wir können uns auch selbst welche ausdenken. Und dann nehmen wir halt diese Steine darunter, wenn wir dran sind. Ne? Entweder irgendwie gleiche, wenn die an den Rändern liegen und passen. Oder auch nur einen und kann man sich noch irgendwie so einen Schrein nehmen. Und, aber wir bauen den Turm nicht nur ab, sondern wir bauen auch noch auf unserem Spielfeld quasi unser eigenes Dragon Castle. Sprich wir versuchen die Teile da drauf zu legen. Wir versuchen dann immer, dass wenn wir die Teile so legen, dass alle Teile einer Farbe verbunden sind, möglichst viele auf einmal verbunden werden, weil wir dann richtig viele Punkte bekommen, aber sobald vier irgendwo liegen, müssen die schon umgedreht werden, sprich man will das gut timen, gut hinbauen, aber man will nicht nur auf einer Ebene bauen, man will auch hochbauen, weil dann kann man da Schreine drauf bauen, da gibt es auch nochmal extra Punkte für und dann gibt es noch so verschiedene Sonderwertungskarten, die halt besagen, alle Schreine, die am Rand liegen, geben extra Punkte oder alle, die auf einer bestimmten Höhe sind, geben nochmal extra Punkte und da sind halt auch ganz viele bei, sodass das Spiel jedes Mal allein durch den Spielaufbau und diese verschiedenen Karten, die man da als Auftrag quasi dann hat, anders ist und das ist auch ein echt schickes Spiel.
Teilweise, also ich habe früher auch mal gesagt, man, in der Zeit, wo man ein Dragon Castle aufgebaut hat, kann man ein Azul spielen, aber es ist trotzdem ein schickes Spiel. Wenn alle schnell mithelfen beim Aufbauen, dann geht das auch wirklich eigentlich relativ flott. Und das ist auch ein Spiel, das sehr viele Leute schon begeistert hat. Ich habe da schon viel positives Feedback zu bekommen. Guckt euch das mal an, vielleicht könnte das ja genau das Richtige für euch sein. So, dann mal ganz was anderes: ein Draft-Spiel zwischen zwei Schlössern. Vielleicht kennt ihr Draft-Spiele nicht, was ist das? Das heißt einfach, dass wir Karten oder Plättchen oder was auch immer auf die Hand bekommen, uns eins davon aussuchen, dass wir nach bestimmten Regeln spielen wollen, und die anderen geben wir weiter an unseren Nachbarn, und ich bekomme von meinem Nachbarn seine übrig gebliebenen. Und das machen wir jetzt so lange, bis alle oder alle bis auf ein Teil oder Karte irgendwie gespielt oder verbaut sind, und dann wird halt gewertet und die Runde ist zu Ende und spielen wir auch noch eine Runde. Und man versucht sich halt immer aus diesen Sets die besten Sachen rauszusuchen. Und zwischen zwei Schlössern ist echt eine ganz interessante Idee, weil es ist im Prinzip ein kooperatives Spiel, das man aber nur alleine gewinnen kann. Denn ich baue ein Schloss, und zwar ein Schloss mit meinem rechten Nachbarn, ein Schloss mit meinem linken Nachbarn. Ne, das läuft auch so, dass wir halt so Raumteile auf die Hand bekommen. Davon suche ich mir halt dann zwei aus, gebe die anderen Teile weiter. Dann decken wir die halt gleichzeitig auf. Dann sage ich halt, okay, das können wir hier hinbauen, das hier hinbauen. Und dann können wir uns auch bequatschen. Hey, guck mal hier, um da viele Punkte zu bekommen, brauchen wir das und das. Und mit dem bequatschen wir hier, guck mal, wir müssen noch das sammeln und das, wenn es geht. Und hier, das wäre auch ganz gut, wenn wir die Teile noch bekommen. Und wenn wir halt bestimmte Teile, so Kellerräume oder Wohnräume oder so, dreimal eingebaut haben, kriegen wir noch ein Bonus dafür, dann können wir uns einen extra Teil nehmen, irgendwelche Karten, die uns Sonderpunkte geben, irgendwelche Verzierungen, für die wir nochmal Punkte bekommen. Und ich versuche halt mit beiden Spielern so toll und so elegant und schick und punkteträchtig wie möglich zu bauen. Ich will, dass beide Schlösser richtig viele Punkte wert sind, denn am Ende gucke ich, wenn das Schloss hier 10 Punkte wert ist und das Schloss 100 Punkte, dann habe ich 10 Punkte. Immer mein schwächstes Schloss wird gewertet. Sprich, wenn der Spieler da 50 Punkte mit dem anderen Nachbarn hat und 10 mit mir, hat der auch nur 10 Punkte. Und der Spieler, der Dritte, hat dann ja 150. Ne? Damit ist 50 zwar sein Schwächstes, aber wir beide hatten 10, also hat er dann gewonnen. Das heißt, wir spielen zwar kooperativ, was halt eine coole, interessante Erfahrung ist, aber wir wollen am Ende doch alleine gewinnen. Das ist echt schick. Und dieses Draft, diese Raumteile, wie man sich so dieses Schloss zusammenpuzzelt, das ist super einfach. Die Symbole auf den Plättchen sind teilweise ein bisschen klein, da muss man vielleicht die Lesebrille rausholen, aber das ist so von den Regeln her grundsätzlich sehr überschaubar, aber man ist eben halt auch die ganze Zeit miteinander am Quatschen, am Diskutieren und überlegt sich, wie das jetzt toll zusammenpassen könnte. Macht mir persönlich richtig viel Spaß, das ist in meinen Spielerunden immer gut angekommen. Es ist eben auch kooperativ und trotzdem kann man gewinnen. Ich glaube, das könnte auch Leute ansprechen, die sagen, ah, kooperative Spiele mag ich nicht so. Und wenn andere Leute in der Familie sagen, ah, kooperativ finde ich eigentlich schon ganz schön, hat man hier so den gesunden Mix. So, dann geht's weiter mit den Draft-Spielen, und zwar jetzt Neom. Neom ist ein Spiel, bei dem wir eine Stadt bauen, und zwar draften wir dazu auch wieder Teile, sprich bekommen Teile auf die Hand, die halt Wohngebiete zeigen, Geschäftsgebäude, irgendwelche Fabriken, mit denen ich mir irgendwelche Produktionsketten aufbauen kann, wo ich dann die Güter brauche später, um andere hochwertigere Gebäude zu bauen. Und vielleicht kennt ihr Seven Wonders, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also wir spielen auch drei Durchgänge, wir haben immer ein festes Set an Plättchen, die wir bekommen, die Dinger werden immer ein bisschen hochwertiger und auch teurer, und ne, wir brauchen halt bestimmte Ressourcen, die wir uns bauen können. Und auch da sitzt man halt immer und überlegt sich, okay, ich will viele Wohngebiete haben, bringt viele Punkte. Ich möchte aber auch nicht ganz so viel Geld immer dafür ausgeben, weil Geld sind am Ende auch Punkte. Also will ich vielleicht diese Produktionskette haben und diese Geschäftsgebäude bringen mir auch noch Punkte und ich brauche auch noch Energie. Und dann kann man sich halt wirklich auf seinem Spielplan so eine kleine Stadt zusammenbauen, muss auch mal gucken, dass die Wege passen, dass alles gut miteinander verbunden ist, dass auch die Wohngebiete möglichst zusammen sind, dass die Wohngebiete möglichst nicht neben Industrie sind. Wer früher mal SimCity gespielt hat, kennt das, ne? Dann ist da die Bevölkerung abgewandert, hier kriegt man Minuspunkte dafür. Und so müssen wir uns auch über drei Durchgänge eine Stadt aufbauen, möglichst viele Punkte haben. Wir können so Handelsrouten zu unseren Nachbarn aufbauen. Wenn halt irgendjemand am Tisch irgendwas produzieren kann, dann können wir das kaufen. Je weiter der von uns weg sitzt, umso teurer wird das. Das ist auch voll, also die Anleitung wirkt erstmal ein bisschen abschreckend, aber die Grundmechaniken sind super einfach. Guckt da vielleicht einfach mal in mein Video rein, wenn ihr euch das holen solltet. Also wenn euch das Thema Stadtbau anspricht und ihr auch so Draft-Spiele an sich mögt oder das jetzt interessant findet, wenn ihr es noch nicht kennt, dann guckt da mal rein. Also Neom hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, und auch in allen Runden, wo ich es gespielt habe, kam es richtig gut an, weil man sich immer auch richtig, ja, wirklich als Stadtbauer fühlt und auch hinterher sich so ein bisschen eine kleine Geschichte zu seiner Stadt ausdenken kann. So, in aller guten Dinge sind drei, dann kommt gleich noch ein Draft-Spiel, diesmal aber mit Karten, und zwar Paper Tales. Bei Paper Tales bekommen wir halt Karten auf die Hand, die zeigen in der Regel immer verschiedene Charaktere. Diese Charaktere können wir aufspielen, die können dann kämpfen, wenn sie ganz vorne liegen, oder hinten machen die irgendwelche anderen Effekte, bringen uns irgendwie Geld, bestimmte Ressourcen. Mit Ressourcen können wir Gebäude bauen, die uns wieder andere Vorteile bringen, irgendwie Ressourcen, mehr Punkte fürs Kämpfen oder. Gerade die Erweiterung, die nächstes Jahr rauskommen soll,
bringt noch viel mehr Gebäude rein und macht das noch interessanter. Und hier ist es dann eben auch so, dass wir das halt als Aufspielen machen, die verschiedenen Phasen abhandeln, also ne, aufspielen, kämpfen, bauen und dann geht es halt wieder von vorne los. Aber vorher, am Ende der Runde, altern diese Personen, die wir ausgespielt haben, noch. Und nächste Runde können wir die nochmal benutzen. Am Ende der Runde müssen wir dann ablegen. Außer wir haben irgendwie Karten ausgespielt, mit denen wir die länger halten können, mit denen wir sie vielleicht irgendwie ersetzen können, mit denen wir mit deren Altersmarker noch was machen können. Und dann spielt man halt 4 Durchgänge. Und das ist echt ganz interessant, weil bei den anderen Spielen, so bei irgendwie Neom oder Seven Wonders, man baut sich halt immer mehr auf und auf und auf und auf. Das ist zwar toll, ich mag Aufbauspiele auch total gerne, aber hier erneuert sich eben halt immer wieder alles. Ich versuche mir irgendwelche Engines aufzubauen, so Maschinen, die halt auch vielleicht über 1, 2, 3 Runden funktionieren. Versuche mit neuen Karten vielleicht alte Karten zu retten oder noch viele Punkte aus denen rauszuholen, weil ich weiß, die gehen halt eh wieder weg und kann auch planen, okay, was spiele ich stattdessen, wie kombiniere ich das neu, wie benutze ich jetzt die Fähigkeiten von den Karten, die ich jetzt bekommen habe, mit denen die ja schon liegen und wie baue ich das für die Zukunft auf. Ich darf auch mal eine Karte mit in die nächste Runde nehmen und nach 4 Runden ist das Ganze noch schon vorbei. Und das ist auch, also wie gesagt, ich mag vielleicht einfach Draft-Spiele sehr gerne, aber ich finde, das ist einfach eine coole Mechanik und es gibt in diesem Jahr so viele Spiele, die das so richtig toll umsetzen. Und das ist auch wirklich so, ich glaube, zwischen 2 Schlössern ist da das Einfachste. Neom ticken drüber und Paper Tales ist dann schon wirklich so auf Kennerniveau. Also das ist schon wirklich, da muss man auch ein bisschen reinkommen. Da schließen sich einem nicht gleich im ersten Spiel alle Möglichkeiten. Man kann auch vielleicht denken, oh, ist total random. Aber wenn man da mehr und mehr Partien spielt, dann ist das echt ganz schick. Aber was halt immer ein Nachteil bei diesen Draft-Spielen ist, sowohl bei Paper Tales, das hat so eine 2-Personen-Variante, die finde ich persönlich aber überhaupt nicht gut. Also lieber mit mehr Leuten spielen. Neom auch, zu dritt. Wobei, da gibt es eine gute 2-Personen- eine gute Solo-Variante. Also das ist das Spiel, was ihr euch holen solltet, wenn ihr eher mit wenig Spielern spielen solltet. Und zwischen 2 Schlössern funktioniert eben auch erst ab 3 Spielern wirklich richtig gut. Aber alles 3 super schöne Spiele. So, dann gehen wir einen kleinen Schritt hoch in der Komplexität. Da ist die Anleitung schon ein bisschen umfangreich, am Anfang etwas verwirrender. Aber wenn man das Spiel dann spielt, merkt man schnell, aha, das ist gar nicht so kompliziert. Deswegen würde ich auch da, wie eigentlich bei fast allen diesen Spielen, empfehlen, wenn ihr euch die holt oder euch die schenken lasst oder die kauft, die ihr anders schenken wollt, mit dem ihr es auch spielt, dann guckt euch vorher ein Video dazu an. Egal, ob nun meins oder von Rado oder von wem auch immer, dass ihr schon mal seht, worum geht es überhaupt? Was sind so die generellen Konzepte? Und wenn man dann die Anleitung liest, hat man das viel schneller alles wieder verstanden. Und Segelschiff-Ära ist halt ein cooles Spiel, weil das ist so vom Rundenablauf her sehr einfach. Wir können immer am Anfang der Runde, können alle ein Gebäude bauen. Je nachdem, wie weit wir auf dieser Gebäudebauleiste vorgegangen sind, höherwertige Gebäude und nicht ganz so hochwertige Gebäude, muss ich halt mal überlegen, was will ich, was ist meine Strategie. Danach bekommen wir alle Ressourcen, also wir bekommen neue Leute quasi, die wir dann in diese Gebäude schicken können, mit denen wir kolonisieren können, mit denen wir Schiff fahren können. Dann können wir irgendwie Gebäude wieder freischalten, das heißt, vielleicht habe ich 5 Gebäude und habe die alle belegt, aber kann nur 3 Leute freischalten. Ne? Dann muss ich halt weiter auf diesen Gebäude-Freischalten-Track vorgehen, damit ich mehr Gebäude wieder zur Verfügung habe. Und danach kommt dann die Aktionsphase, wo wir halt dieses Gebäude nutzen, vielleicht andere Aktionen nutzen und dann können wir halt mit Schiffen in irgendwelche neuen Gebiete der Welt fahren. Das spielt so, keine Ahnung, 14., 15., 16. Jahrhundert, eher ein bisschen weiter nach hinten, so das Zeitalter der Entdeckung und vor allen Dingen der Kolonisierung. Also wir behandeln wirklich das Thema der Kolonialzeit, das heißt, wir sind eben auch solche im Prinzip Ausbeuter, die da hinfahren und Kolonien errichten und die Menschen da unterdrücken. Das kommt zwar in dem Spiel thematisch überhaupt nicht rüber, aber wenn man mit dem Thema ein Problem hat, für den ist es vielleicht eher nichts. Aber wie gesagt, die Grundmechaniken her sind ganz einfach. Auch die ersten Runden gehen immer super schnell. Das ist auch wieder so ein klassisches Spiel, das sich entwickelt. Das ist oft bei diesen Strategiespielen, die ich hier so vorstelle, so. Am Anfang können wir wenig machen und wir bekommen immer pro Runde ein bisschen dazu. Und dieses bisschen hilft uns immer noch mehr zu machen, mehr zu machen. Hier eine Aktion mehr, hier ein Gebäude mehr freischalten, hier mehr Arbeiter zurückbekommen. Und wir spielen genau 7 Runden. Also es werden genau 7 Gebäude gebaut. Und danach wird halt geguckt, ne? Wer hat auf dem Plan irgendwie die besten Handelsrouten errichtet, wer hat da die meisten Stützpunkte erobert. Es gibt noch in der neuen Variante noch so Module, die man reinnehmen kann, die immer die Regeln ein bisschen verändern. Und das ist wirklich ein Spiel, das ist super fluffig, aber ich habe das, ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren, als die erste Version Magister Navis draußen war, schon gespielt. Da war ich auch noch relativ neu, so als Rezensent und Brettspieler und kannte auch noch nicht so viel. Da war ich total begeistert davon und habe gesagt, hey, das ist ein super Übergangsspiel, wenn man so weg will von Siedler und Co. hin zu ein bisschen komplexeren Spielen, sowas wie El Grande oder sowas, dann ist das eigentlich so von den Regeln und Mechaniken her ein perfekter
perfekte Übergang. Und das finde ich heute nach wie vor immer noch. Aber da muss ich eben auch die Vielspieler vorwarnen. Also wenn ihr jetzt wirklich so schon Hardcore-Eurogamer seid, das Spiel ist wirklich sehr seicht. Also es ist wirklich, finde ich, für mich persönlich eher so ein Next-Step-Spiel, so ein Gateway-Spiel. Aber da passt es jetzt hier in dem Ranking auch, finde ich, ganz gut rein. Wie gesagt, kauft das auf dem Link, den ich hoffentlich in der Beschreibung verlinkt habe. Weil auf Amazon ist das gerade richtig teuer. Der Standardpreis sind so 68 Euro. Und weil es ist halt, ne, viel Material, sehr hochwertig und man bekommt eben auch durchaus was geboten. Aber wie gesagt, das ist halt nur über diesen Shop zu bekommen. Man kann das da auch bekommen, es ist noch bestellbar und ja, schaut da einfach mal rein. So, dann geht's noch einen Schritt weiter. Architekten des Westfrankenreichs ist ein Worker-Placement-Spiel. Ne, Arbeitereinsatzspiel. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Arbeitern, es gibt so einen Spielplan, da gibt es so verschiedene Aktionsfelder und da können wir unsere Arbeiter hinsetzen. Und zum Beispiel das Holzfeld, wenn ich einen Arbeiter da hinsetze, bekomme ich ein Holz. Setze ich nächste Runde den nächsten Arbeiter hin, bekomme ich schon zwei Holz, dann drei, vier, fünf und so weiter. Beziehungsweise ich will die Arbeit doch durchaus ein bisschen aufteilen, aber ich werde halt immer besser. Deswegen gibt es die Mechanik, dass man auf dem Marktplatz, glaube ich, so Söldner anheuern kann. Dann kann man einfach von einem Ort alle Steine einer Farbe eines Spielers nehmen und gefangen nehmen. Und die kann man dann in den Knast schicken, dann bekommt man dafür auch noch irgendwelche Belohnungen. Die Spieler selbst können die wieder auslösen, haben sie die wieder zur Verfügung. Und wie der Name eben schon sagt, geht es darum zu bauen. Wir müssen halt eine bestimmte Anzahl von Gebäuden bauen. Man legt immer so Baumarke auf dem Spielplan, wenn da alle Plätze quasi voll sind, dann ist das Spiel zu Ende. Das geht dann durchaus relativ flott. Also wenn ihr eher Fans von zügigen Spielen seid, hier ist man in einer halben, dreiviertel, ich glaube allerhöchsten Stunde durch, weil man denkt immer so, oh, ich habe jetzt eine coole Engine und gleich läuft es und bumm, ist das Spiel vorbei. Man denkt sich, hey, das hätte eigentlich noch ein, zwei Runden länger gehen können. Und dann spielt man es halt wieder, bekommt andere Gebäude auf die Hand, in anderen Konstellationen und hat dann eben wieder so durchaus ein neues, frisches Spielerlebnis. Das ist quasi so der gedankliche Nachfolger von Räuber der Nordsee, was ihr euch auch mal angucken könnt, was auch ein Ticken älter ist. Ist vom gleichen Autor, gleicher Grafikstil. Und wenn ihr schon kennt, dann kann es sein, dass es ein Spiel ist, das euch durchaus sehr anspricht. Ansonsten guckt da mal rein. Das ist halt auch, finde ich, so ein gutes Next-Level-Spiel, weil das bietet auch schon durchaus Tiefgang, man muss durchaus Strategien entwickeln, aber es ist noch nicht der Ober-Brain-Burner. Von denen kommen später auch noch welche. So, dann geht es noch ein Stück höher in der Komplexität und zwar Clans of Caledonia. Das ist wirklich ein Spiel, das ist wirklich eine kleine Perle für alle, die anspruchsvolle Strategiespiele mögen, ohne dass es halt gleich zu viel ist. Also das ist alles noch managebar. Das kann man durchaus auch mit Partnern spielen, die nicht so die Hardcore-Gamer sind, die aber durchaus sich auch mal auf so ein Strategiespiel einlassen. Und das ist ein Spiel, wo wir halt so verschiedene, ja, schottische Clans spielen. Das ist eben auch toll. Wir bekommen immer so ein kleines Plättchen, wo immer so eine Übersicht ist, was wir so für Spezialfähigkeiten haben, weil jeder kann irgendwas anderes, kann irgendwas besser, bekommt irgendwelche Boni bei irgendwelchen Dingen, die er macht. Und dann wollen wir halt auf diesen Spielplan unsere Produktionsgebäude bauen. Wir wollen unsere Arbeiter dahin bringen, die uns Geld geben. Die Produktionsgebäude bringen uns halt Ressourcen. Diese Ressourcen wollen wir dann verarbeiten in anderen Gebäuden oder wollen sie auf dem Markt handeln. Wenn wir auf dem Markt handeln, ne, dann geht der Preis runter oder hoch, je nachdem, ob wir jetzt kaufen oder verkaufen und wollen dann am Ende der mit den meisten Punkten sein. Da gibt es eben auch durchaus ein Wettrennen auf dem Plan, weil man durchaus auch die größte zusammenhängende Siedlung haben will und man anderen Leuten auch durchaus dazwischen kommen muss. Es gibt in den Randgebieten jeweils immer so Bonusplättchen, die man als Erster haben möchte. Es liegen immer Aufträge aus, die wir uns holen wollen, wofür wir so Export-Luxusgüter bekommen und da wollen wir halt auch irgendwie das möglichst gut verteilen, dass wir da die meisten Punkte bekommen, weil das, wovon insgesamt im ganzen Spiel am wenigsten importiert wurde, ist am meisten Punkte wert. Also muss man auch immer gucken, was machen die Mitspieler, was wird gerade viel importiert, was geht noch, wo will ich rein investieren. Wenn schon ganz viel Baumwolle importiert wurde, macht es eigentlich nicht Sinn, noch auf mehr Baumwolle zu gehen, weil das ist nicht so viel Punkte wert, dann würde ich vielleicht eher auf Zuckerrohr oder Tabak oder so gehen. Das ist also wirklich echt schick, echt rund, hat auch wieder einen tollen Solo-Mechanismus, hat eine tolle Marktmechanik drin, hat auch ein paar Elemente von Terra Mystica durchaus mit diesem Bauen und einen Bonus bekommen, wenn ich neben wem anders baue. Also das ist auch ein schickes, rundes Ding, das mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. So, dann Blackout von Alexander Pfister. Und Alexander Pfister schafft es, wie ich finde, immer durchaus anspruchsvolle, auch komplexe Spiele zu schaffen, die einem vielfältige Möglichkeiten bieten, die aber einfache Regeln haben. Das war schon bei Great Western Trail so und bei Blackout ist es vom Grundprinzip her auch so, weil wir eine sehr einfache Rundenstruktur haben. Wir spielen erst Karten aus, ne, vorher werden Ressourcen ausgewürfelt, ne, dass Ressource blau ist, mein Wasser ist und gelb ist Medizin, das ist halt in jeder Runde anders. Dann muss ich halt gucken, welche von meinen Karten spiele ich aus, halt die mit irgendwie drei gelben und einem blauen Würfel, dann kriege ich halt die entsprechenden Ressourcen dafür, dann kann ich irgendwelche Aufträge erfüllen mit den Ressourcen, die ich habe, dann kann ich irgendwie mir neue Ziele nehmen, dann kann ich auf dem Plan irgendwelche Gebiete erschließen oder erstmal so Stützpunkte darauf bauen, dann muss ich irgendwie Ressourcen wieder abgeben, kann vielleicht irgendwelche Spezialfähigkeiten nutzen und dann geht es schon wieder von vorne los. Na, dann gucke ich,
muss ich Karten auf die Hand nehmen oder nicht? Ne, spiele wieder Karten aus, bekomme entsprechend Ressourcen, erfülle Aufträge. Für die Aufträge bekomme ich vielleicht irgendwelche Belohnungen und muss halt gucken, dass ich eben auch da so clever spiele, dass ich die tollsten Synergien habe, dass ich die tollsten Karten an mein Deck bekomme, weil diese Aufträge, die ich erfülle, das sind quasi Karten, die ich vorher kaufen muss. Und da gibt es eben auch richtig viele Karten, die mir dann viele Ressourcen auf einmal bringen, was eben dazu führt, dass ich weiter Aufträge erfüllen kann, auch teure Aufträge erfüllen kann, die mir mehr Punkte bringen. Ich kann, wenn ich auf dem Plan was mache, auch so erkunden, muss dafür auch wieder Karten aus dem Deck rausnehmen, die will ich natürlich auch wieder ins Deck reinbekommen. Also muss da relativ viel managen, aber es ist wirklich so Step für Step für Step, dass man das einfach der Reihe nach durchgeht und deswegen auch ein Spiel, das eine überschaubare Spieldauer hat, eine überschaubare Komplexität, wo man aber trotzdem auch mit viel Übung und Erfahrung richtig gut drin werden kann. Blackout, das Thema, also das Spiel sieht sehr düster aus. Manche Leute sagen, ja, das ist irgendwie doof. Andere haben gesagt, das ist eigentlich perfekt, weil bei fast allen Eurogames hat man sich eine schöne Mechanik ausgedacht und dann irgendein Thema genommen. Griechenland, Römer, Wilder Westen, Händler Mittelmeer, Fantasy, China, was auch immer. Und ja, hier hat man halt gesagt, okay, da hat man wirklich das gemacht, ein Eurogame genommen, dann halt irgendwie das China-Thema draufgekatscht und gesagt, ah, Blackout, alles dunkel, ha, das passt ganz gut. Ich persönlich finde das durchaus schick. Der Spielplan hätte ein bisschen heller vielleicht noch sein können, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Aber zu dieser Mechanik mit den variablen Ressourcen passt das eigentlich ganz gut. Auch dieses Spiel hat wieder einen Solo-Modus, sogar mit einer Kampagne. Habe ich noch nicht ausprobiert, soll aber, glaube ich, auch ganz gut sein. Das könnt ihr euch auch gerne mal angucken, wenn ihr wisst, dass die Person, die ihr beschenkt, auch durchaus ein Alexander Pfister-Fan ist. So, dann Yokohama. Das ist ein Spiel, ich habe das erste Mal gesehen und dachte, oh mein Gott, wie sieht das aus? Das kommt direkt aus der Euro-Hölle, das wird garantiert nichts für dich sein und ich finde es richtig gut. Das ist eines meiner absoluten Lieblings-Euro-Games. Wenn ich eine Top-10-Liste meiner Euro-Games machen würde oder ich glaube sogar eine Top 5, dann wäre Yokohama auf jeden Fall drin, weil das schafft auch wieder dieses Kunststück, eigentlich einfache, elegante Regeln zu haben und trotzdem dadurch eine gewisse Komplexität zu entwickeln. Die Grundmechanik ist, wir haben so verschiedene Gebäude oder ja, Orte, die einfach ausliegen und ich kann immer Arbeiter verteilen. Ich glaube, entweder mal zwei in ein Gebiet oder drei in verschiedene Gebiete. Dann habe ich so einen Firmenchef, der da langlaufen kann, irgendein Gebiet und dann führt er da die Aktionen durch und zwar abhängig davon, wie viele Marker oder Gebäude ich da drin habe. Sprich, ich muss immer überlegen, wie teile ich mich auf, mache ich das verteilt, baue ich nach und nach auf oder lege ich ein bisschen weniger Marker in ein Gebiet und kann dann da die stärkere Aktion durchführen. Man kann dann da eben Häuser reinbauen ab einer gewissen Stärke, man bekommt so einen Bonus ab einer gewissen Stärke, man kann irgendwelche Importgüter später eintauschen, man will Ressourcen haben, damit Aufträge zu erfüllen. Und es gibt halt echt viel zu tun und irgendwann ist das Spiel dann vorbei, wenn eine bestimmte Anzahl an Aufträgen vorbei ist oder alle Technikkarten aufgekauft wurden. Diese Technikkarten bringen mir auch wieder irgendwelche Vorteile, die die Regeln zu meinen Gunsten ändern. Also das ist echt ein schickes, rundes Spiel, das leider echt auf den ersten Blick nicht ansprechend aussieht, aber ich spiele wirklich wenig Spiele so gerne wie Yokohama. Und dann Pulsar 2849, das ist ein Spiel, das auch nicht so wirklich hübsch ist, das einen aber von den Möglichkeiten her und von der Variabilität fast erschlägt, denn man kann ungefähr alles in diesem Spiel von Spiel zu Spiel variieren. Es gibt so Aktionstafeln, die man hat, da kann man in jedem Spiel eine andere nehmen. Es gibt so generelle Aktionen, die ich im Spiel überhaupt machen kann. Da kann ich die auch immer zusammensetzen. Da gibt es halt so drei verschiedene Module, von denen es jeweils zwei Stück gibt, die eine A- und eine B-Seite haben und, und. Also der Spielplan sieht jedes Mal anders aus, wenn man so Planeten da drauf legt. Die werden auch immer zufällig verteilt und irgendwo hingelegt und man weiß nicht, welcher wo ist. Also wie gesagt, da ist wirklich kein Spiel das gleiche. Man hat immer andere Ausgangsvoraussetzungen. Natürlich sind die Grundmechaniken, natürlich bleiben die Grundmechaniken die gleichen. Und dann ist es halt so ein Würfel-Draft-Spiel auch wieder. Nur, dass wir diesmal eben vorher alle Würfel würfeln, legen die halt dann in die Auslage und dann kann ich mir halt einen Würfel nehmen. Vielleicht eine 1, dann kann ich halt eine Aktion vielleicht nicht ganz so stark durchführen, vielleicht eine 6. Aber je nachdem, von wo ich den Würfel nehme, man guckt vorher, was liegen dann Würfel aus, wo ist so der Durchschnitt zwischen den allen und legt dann da diesen Marker hin. Und wenn ich halt wertvolle Würfel nehme, muss ich auf bestimmten Leisten runtergehen. Wenn ich schwächere Würfel nehme, gehe ich auf anderen Leisten wieder hoch. Und diese Leisten sagen zum Beispiel Startspieler der nächsten Runde oder irgendwelche Ressourcen bekommen, die ich am Ende brauche, um dafür extra Punkte zu machen oder auch während des Spiels Bonusaktionen mache. Denn wir spielen im Prinzip nur 8 Runden und man kann eigentlich nur 2 Würfel pro Runde benutzen. Das heißt, mit 16 Aktionen, mit 16 Würfeln will ich 150, 180, 200 Punkte bekommen. Am Anfang denkt man, das geht nicht. Am Ende stellt man fest, hey, das geht ganz gut. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch eine Extra-Aktion machen. Dann kann man so einen roten Würfel benutzen, der eine bestimmte Zahl kopiert. Dann habe ich halt 3 Aktionen pro Runde.
Das ist 50% mehr in einem Spiel, wo ich insgesamt nur 16 Aktionen habe. Wenn ich es richtig gut manage, kann ich, also ich glaube, es geht nicht, aber theoretisch dann 24 Aktionen ausführen. Und das ist schon echt gut, wenn man das hinbekommt. Und wie gesagt, man hat echt viele Möglichkeiten. Man kann im Weltraum rumfliegen und ganz viele Planeten kolonisieren. Man kann irgendwelche Portale machen und dafür jede Runde ganz viele Punkte bekommen. Man kann sich so irgendwelche Raumschiffe bauen und dafür extra Punkte, extra Ressourcen bekommen. Und, und. Also es gibt ganz viele verschiedene Taktiken auszuprobieren, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ihr solche Spiele mögt, die eben halt wirklich euch immer was anderes bieten, wo ihr immer genau gucken müsst, wie mache ich das jetzt? Also das Thema kommt meiner Meinung nach absolut nicht durch, aber es bietet halt wirklich eine große Bandbreite an Variationen und ist auch nicht so kompliziert zu lernen. Die Anleitung ist natürlich auch wieder umfangreich und alles detailliert beschrieben, aber man ist da relativ schnell drin. Bei allen diesen Spielen gilt, das sind Kennerspiele. Heißt für mich vor allen Dingen, man muss die erstmal kennenlernen. Es gibt viele Spiele, da werden die Regeln erklärt, und man weiß sofort, wie das geht, aha und toll. Und bei den meisten dieser Spielen braucht man erstmal eine Partie, um zu verstehen, wie läuft das, was sind die Mechaniken, wofür bekomme ich Punkte, was ist gut zu machen, was ist total doof zu machen. Es kann sein, dass ihr in diesen Spielen Aktionen macht, wo ihr nach zwei Runden feststellt, das war total doof, wir können gleich mal von vorne anfangen. Spielt dann einfach weiter, spielt die erste Partie durch, weil dann kennt ihr wirklich alle Mechaniken. Wisst, wie gewertet wird, wofür es Punkte gibt, was sinnvolle Aktionen sind, was nicht, was stark ist, was nicht, worauf es ankommt. Und dann könnt ihr die nächste Partie spielen, kennt die Regeln, habt schon einen groben Plan und dann könnt ihr auch wirklich um den Sieg mitspielen. Wer bei diesen Spielen in der ersten Partie gewinnt, ist entweder ein sehr guter Analytiker, der solche Sachen gleich durchschaut. In der Regel ist es aber wirklich einfach Zufall, wenn man nicht sagt, wir durchdenken jetzt jeden Zug eine halbe Stunde, weil man einfach das macht, das macht, das macht, ausführt, welchen Effekt hat das überhaupt, weil das kann man oftmals bei solchen Spielen gar nicht abschätzen. Und dann hat man das alles gesehen, dann kennt man dieses Kennerspiel und dann kann man eben halt richtig durchstarten. Das gilt auch für das nächste Spiel, Newton, finde ich auch wunderschön, wobei ich auch da am Anfang dachte, ob das so deine Art von Spiel ist, weil so viele Spiele in dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, die spiele ich mit, die finde ich ganz nett, aber die holen mich nicht wirklich ab. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, was denn dafür sorgt, dass mich so ein Spiel fesselt und warum nicht, das sehen wir gleich beim nächsten Spiel. Newton fand ich richtig gut. Auch ein Spiel, das mir vielfältige Möglichkeiten gibt. Die Grundmechanik ist, dass ich so ein Tableau vor mir liegen habe, wo ich halt meine Handkarten drauf spiele und dann mache ich halt diese Aktion. Und wenn ich halt eine bestimmte Aktion, zum Beispiel die Reisenaktion, ausführe, dann gucke ich, wie viele von diesen Reisesymbolen habe ich auf meinem Plan und so stark führe ich die Aktion dann durch. Genauso beim irgendwie Bücher in die Bibliothek holen, Aktionen oder beim neue Karten holen oder bei allem Möglichen. Ich habe noch so Gehilfen, die ich auf so Technologiepfade schicken kann. Auch da muss ich mich entscheiden, wo ich lang gehe, weil das alles Einbahnstraßen sind. Und der Grundmechanismus sind halt diese Karten, die ich immer ausspiele. Und nachdem wir eine Runde durchgespielt haben, was durchaus relativ schnell geht, nehme ich halt die Karten alle weg, nehme die wieder auf die Hand, aber eine von den Karten schiebe ich unten drunter. Das heißt, ich weiß schon mal, okay, damit habe ich in der nächsten Runde, wenn ich diese Aktion durchführe, einen Vorteil, weil ich kann die gleich ein bisschen stärker machen. Das ist sehr cool. Dadurch baut man sich auch so eine Maschine auf, wo man halt mit der Zeit immer besser wird. Problem ist aber, man kauft sich halt auch neue Karten. Diese Karten sind cool. Die haben unten halt so Standardeffekte und obendrauf nochmal so Spezialeffekte, wenn ich die aufspiele. Die will ich halt oft spielen, aber wenn ich die dann nach unten packe, um diese Aktion in den folgenden Runden stärker ausführen zu können, verliere ich die Spezialeigenschaft, sondern nur das, hab nur noch das Symbol da unten drauf. Und da muss ich halt wirklich genau überlegen, was lege ich wann wohin, welche Aktionen pimpe ich, was will ich im Spiel überhaupt machen, will ich auf diese Technologiepfade gehen, wenn ich da ganz nach hinten gehen will, um irgendwelche Punkte zu machen, dann brauche ich bestimmte Karten in meiner Auslage, muss mir die dann holen, muss vielleicht, um die Bibliothek voll zu machen, wofür es jede Runde Punkte gibt, erst zu bestimmten Orten gereist sein und kriege da vielleicht noch irgendwelche Belohnungen für. Das heißt, ich muss gucken, wie baue ich mir irgendwelche Synergien auf, wie erfülle ich vielleicht auch die Voraussetzungen von meinen Wissenschaftskarten, die ich auf der Hand habe, wo bestimmte historische Personen drauf sind, zum Beispiel auch Newton oder Galileo oder so, die mir dann irgendeinen permanenten, dauerhaften Vorteil geben oder einen starken, einmaligen Vorteil. Und das muss ich halt alles kombinieren, wirklich gut puzzeln und das ist halt auf eine Art gemacht, die ich persönlich sehr elegant finde, sehr eingänglich, sehr schön. Und das war einfach für mich ein absolut rundes Erlebnis. Das war genau das Maß an Komplexität, das ich in so einem Spiel haben möchte, wo ich schon durchaus gefordert bin, wo ich viele Möglichkeiten habe, aber nicht erschlagen werde von zu viel Variation, zu viel Zwängen. Das ist einfach, ja, hat mich persönlich richtig angesprochen, hat mich richtig abgeholt. Gibt es auch bald ein Video von mir zu. So, und dann meine Empfehlung für alle, die wirklich so richtige Brainburner mögen. Und zwar das erste ist Teotihuacan. Auch so ein Spiel, das mir persönlich schon fast zu viel ist. Ich habe das erst einmal gespielt, ich musste noch mehr Partien spielen, aber das ist wirklich richtig komplex. Also ich habe
einen Spielplan, wo ich verschiedene Orte habe, wo ich Aktionen ausführen kann. Ich habe Würfel, aber ich würfe die nicht, um damit irgendwie vorzugehen, Aktionen zu machen, sondern das sind so quasi meine Arbeiter. Und immer wenn die irgendwas machen, dann in den meisten Fällen leveln die dann auf. Das heißt, ich drehe die auf eine höhere Zahl. Wenn die 6 erreichen, dann passieren irgendwelche Dinge im Spiel, die das Spiel nochmal ein bisschen voranbringen. Und ich muss dann immer genau gucken, wo gehe ich hin, welche Aktion will ich machen. Ich kann immer eine bestimmte Anzahl an Feldern vorgehen, muss gucken, stehen da schon andere Personen, die dafür sorgen, dass ich eine Aktion vielleicht ein bisschen besser machen kann, dass ich aber auch mehr Kakao dafür bezahlen muss. Kakao ist ein bisschen eine Beschränkung, dass nicht alle immer das Gleiche machen. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich Züge darauf verschwende, mir nur diese Kakao-Ressource zu holen. Und es gibt so 100.000 Leisten, auf denen man vorgehen kann. So 3 Tempelleisten, auf denen ich vorgehen kann, eine Gebäudeleiste, eine Pyramidenleiste. Und wenn ich auf der einen Leiste vorgehe, bekomme ich vielleicht einen Marker, der mir irgendwo anders einen kleinen Vorteil bringt, durch den ich hier einen Schritt mehr gehen kann, um auf dieser Leiste einen Punkt mehr vorzugehen, um dann, wenn so eine Eclipse kommt, so eine Sonnenfinsternis, so eine Zwischenwertung stattfindet, dann kann ich da eben halt viele Punkte für bekommen und dann werden manche Leisten resettet, andere nicht. Und ich will vielleicht auf einer bestimmten Leiste zuerst derjenige sein, der vorne ist, dann kann ich mir einen Teil aussuchen, das besonders gut zu mir passt. Manchmal kann ich auf den Spielplan, auf Aktionsfelder gehen, verzichte auf die Aktion, gehe dann da beten, bekomme dafür irgendwelche so extra Maskenteile, die mir auch bei jeder Zwischenwertung wieder Punkte bekommen. Also das Spiel ist total verzahnt auf ganz vielen Ebenen und auch je nachdem, was die Spieler machen, die Mitspieler. Wenn die sich auf bestimmte Felder setzen, dann wird das für mich teurer, dann kann ich da vielleicht nicht hingehen. Dann muss ich wieder umplanen, gucken, wie mache ich das jetzt. Und auch vielleicht ein, zwei Züge versuchen im Voraus zu planen, sofern man abschätzen kann, was die Mitspieler so machen. Es gibt noch so Technologien, die man reinnehmen kann, wo man dann bestimmte Vorteile bei bestimmten Aktionen hat. Also das ist wirklich auf einem ganz hohen Level richtig gut verzahnt. Also in der Hinsicht auch durchaus eines der besten Spiele des Jahrgangs, das bei vielen Leuten richtig, richtig gut ankommt. Bei uns war es in den ersten Partien tatsächlich so, dass wir von den 3 Phasen, die das Spiel hat, die letzte nicht mehr spielen mussten, weil in den ersten 2 Runden hat sich eine Mitspielerin so eine krasse Engine aufgebaut. Sie hatte einfach in der letzten Phase nur noch das gemacht, was sie vorher gemacht hat und dafür richtig viele Punkte bekommen und wir hätten es nicht mehr einholen können. Also das ist ein Spiel, wenn einer es richtig kann, kann der richtig davonziehen und die anderen können einen halt nicht mehr einholen. Sprich, wirklich ein Spiel für Experten, die solche fordernden, anspruchsvollen Spiele mögen und auch mit dieser Regelkomplexität klarkommen. Das ist zwar auch. Ja, ich würde, als Vielspieler sagt man immer, es ist nicht viel, aber es ist schon viel. Also, wenn ihr jetzt jemanden habt, wo ihr wisst, das ist so der Hardcore-Gamer und der mag so richtige Kracher, wo er sich richtig reindenken kann, dann guckt mal, ob Teotihuacan nicht was für ihn sein könnte. Sondern das letzte Spiel für heute, Brass Lancashire. Das ist, finde ich, wirklich eine kleine Perle unter den Brettspielen. Das Spiel ist von Martin Wallace. Das ist 2008, glaube ich, schon mal auf den Markt gekommen. Sah damals auch noch nicht ganz so hübsch aus. In diesem Jahr wurde eine neue Version gemacht per Kickstarter, die wunderhübsch aussieht. Also das Cover kann man sich einfach auch irgendwie hinhängen an die Wand, weil es einfach echt schön ist. Und das ist ein Spiel, das man wirklich lernen muss. Denn man fängt an, spielt so die erste Phase, baut Gebäude, baut Verbindungslinien, um bestimmte Ressourcen zu den Gebäuden zu bringen, um damit Produktionskreisläufe zu starten, um Voraussetzungen zu erfüllen, damit man diese Gebäude umdrehen kann. Wenn ich sie umdrehe, bringen sie am Ende der Phase Punkte und steigern vielleicht mein Einkommen und bringen mir vielleicht noch irgendwie Punkte, wenn ich dazwischen irgendwie Verbindungen gelegt habe. Und dann ist diese erste Phase, die Kanalära, irgendwann vorbei. Dann werden alle Einzelgebäude abgeräumt, alle Verbindungslinien kommen weg. Dann müssen wir halt wieder neue Gebäude bauen oder die Gebäude, die wir schon haben, irgendwie nochmal weiterbauen, weiter nutzen, müssen andere Verbindungen bauen, die andere Ressourcen benötigen. Das heißt, man fällt oftmals auf die Nase. Man spielt das und denkt sich, oh, das ist ganz cool. Oh, die Gebäude kommen ja alle raus. Dann spielt man das, denkt sich, ah, jetzt bin ich clever, entwickle mal weiter, baue das. Oh, wir brauchen ganz viel Kohle. Dann spielt man das beim nächsten Mal nochmal. Dann merkt man, oh, jetzt brauchen alle irgendwie Kohle, jetzt fehlen uns irgendwie andere Sachen. Also das ist wirklich so ein bisschen wie Surfen lernen. Es macht schon Spaß, das zu spielen am Anfang, aber man fällt oft auf die Nase und nach mehreren Partien wird man richtig gut. Was eben auch zur Folge hat, wenn man das als erfahrener Spieler mit Neuling spielt, dann schrubbt man mit denen in der Regel den Boden, weil man das Spiel wirklich gut kennt und es ist ein Skillspiel. Man muss genau gucken, an welche Orte gehe ich, wie nutze ich halt die Karten gut, die mir halt bestimmte Orte öffnen, zu denen ich dann gehen kann und da muss ich eben auch immer einen Plan. Ich kann nicht alles machen, was ich will. Ich muss gucken, was habe ich für Karten auf der Hand, muss dann immer 2 davon spielen, damit 2 Aktionen machen, ziehe neue Karten nach, gucke dann, okay, wie passt das zu meinen Plänen, wie will ich das Ganze nutzen und muss da wirklich gute Synergien haben, dass man viele Punkte bekommt, viele Verbindungen hat, dass möglichst auch Mitspieler die Ressourcen nutzen, die man selbst aus seinen Gebäuden hat, weil wenn man die halt runter hat von den Gebäuden, dann werden die umgedreht, dann kriegt man halt Einkommen. Einkommen ist halt super gut, weil man nimmt relativ oft im Spiel Kredite auf, da will man auch
schnell da sein, dass man keinen Kredit mehr braucht. Das dauert meistens relativ lang. Und das ist halt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene verzahnt als Teotihuacan. Ich persönlich finde es auch noch das schönere Spiel, aber eben auch das deutlich härtere Spiel, das unverzeihlichere Spiel. Feder sind da schon echt fast, ja, dann ist man quasi tot, wobei das in vielen Spielen dieser Art ist. Also man sollte ja keine groben Schnitzer machen. Aber eben auch ein Spiel, das durchaus so einen Erfahrungswert hat und das eben anders ist als andere Spiele, weil ich nicht nur irgendwie auf 3000 Leisten hochgehen muss und irgendwelche Extraplättchen bekommen, irgendwelche Sets sammeln, sondern so dieses, die Gebäude ins Spiel bringen, die aufwerten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dafür sorgen, dass ich am Ende ganz viele Punkte bekomme. Das ist so, habe ich persönlich in wenig anderen Spielen gesehen in der Form. Und deswegen ist es ein Spiel, das bei mir wahrscheinlich nicht super oft auf dem Tisch landen wird, weil ich finde es wirklich schon anstrengend und Arbeit. Aber ein Spiel, das ich bewundere für das, was es ist, das ich eigentlich immer gerne mitspiele. Und das ist wirklich auch gerade jetzt zu Weihnachten ein schönes Geschenk für alle Vielspieler. Es gibt noch eine andere Version davon, die heißt Brass Birmingham, falls ihr darüber jetzt stolpert. Die soll noch ein bisschen schicker sein, noch ein bisschen runder, komplexer, aber trotzdem ein Schlagter, falls das geht, die habe ich noch nicht gespielt. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass viele Leute gesagt haben, die ist auch schön. Und vielleicht sollte ich die mal spielen, weil die vielleicht meine Probleme, in Anführungszeichen, die ich mit dem Spiel habe, ein bisschen entschärft. Weil die einem eben auch bei den Orten, die man so benutzen kann, durchaus ein bisschen mehr Freiräume gibt. Es gibt andere Orte, andere Ressourcen teilweise, die man benutzen kann. Wobei, ich glaube, 90% der Regeln ist gleich. Aber die Änderungen, die da drin sind, sind schon ganz schick. Also das könnt ihr euch durchaus auch mal angucken. Und ja, damit sind wir am Ende meiner kleinen Reise von den einfachen Familienstrategiespielen hin zu den richtig komplexen Spielen. Es geht noch eine Stufe drüber. Wenn ihr es wirklich richtig hart haben wollt, dann guckt euch mal sowas wie Food Chain Magnet oder sowas an. Oder hier dieses 1830 Schienenleger und Spekulanten. Das sind wirklich dann nicht mehr, man nennt das gar nicht mehr Eurogames, sondern Wirtschaftsspiele, wo man halt wirklich krass durchrechnen, durchplanen muss. Die sind nochmal eine Stufe über allem anderen. Auch eine ganz andere Gattung spielt, die mir persönlich auch nicht so liegt, deswegen kommt die jetzt hier in den Videos auch nicht vor. Aber ich hoffe, dass das für euch dabei war. Guckt einfach mal rein, was ihr denkt, was für wen was sein könnte. Vielleicht eben auch für euch selbst, wenn ihr jetzt irgendwie schon wisst, ihr seid auf einem bestimmten Niveau und wollt vielleicht einen Schritt weiter gehen. Dann könnt ihr gucken, was sind so Spiele, die ihr vielleicht kennt, die ihr gut fandet, wo geht es noch einen Schritt weiter. Guckt gerne in die Beschreibung, wenn ihr die Spiele auch kaufen wollt. Wenn ihr das halt über den Partnerlink tut, dann wird das Spiel für euch nicht teurer. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Und wenn euch das Video an sich gefallen hat und ihr gerne weiter Empfehlungsvideos haben wollt, dann guckt mal gerne bei Patreon vorbei. Da ist hier oben irgendwo auch so der Link nochmal angegeben. Der ist auch in der Beschreibung zum Anklicken. Da kann man den Kanal eben auch supporten mit 1, 2, 3 Dollar im Monat. Das ist für den Einzelnen nicht viel, aber wenn das halt ganz viele Leute machen, hilft das halt, dass ich mir die Zeit nehmen kann, Technik, Arbeit, alles machen kann, um halt weiter Videos machen zu können und eben auch, ne, mit Einblendung, Animationen. Ich würde noch viel, viel, viel mehr mitmachen. Also wenn ihr das Ganze in irgendeiner Art und Weise unterstützen würdet, wäre das super toll. Ohne meine ganzen Patrons und Supporter wäre das in der Form gar nicht möglich. Und ja, damit sage ich danke fürs Zugucken, hoffe, ihr habt was für euch gefunden, wünsche euch noch eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber wir werden sicher vorher noch mal in anderen Videos sehen. Danke fürs Zugucken, bis bald und tschüss.